Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fortnite. In diesem Video werde ich euch alle Lösungen der ersten Woche von den Yowskills Challenges zeigen, beziehungsweise den Woche 5 Challenges aus Season 2. Wenn euch die Videos hier auf dem Kanal gefallen, würde ich mich natürlich über ein Abo freuen. Außerdem könnt ihr natürlich auch gerne dieses Video bewerten, kommentieren und teilen. Und ihr könnt natürlich auch auf meinem Twitch-Kanal vorbeischauen. Link dazu ist in der Videobeschreibung. Dort werden wir heute den Solo Cup spielen. Und ich würde sagen, wir beginnen mit der ersten Challenge. Und zwar müsst ihr einen Fußball 100 Meter weit kicken. Der einzige Fußball befindet sich, soweit ich weiß, in Pleasant Park hier. Da, wo auch der Heliplatz jetzt unten drin ist, müsste hier neben der Kiste liegen. Und da müsst ihr den einfach nur 100 Meter weit rumkicken. Dann habt ihr die erste Challenge. Als nächstes müsst ihr dann zu Gegnern Schaden hinzufügen mit einer Minigun, 400 Stück. Dazu am besten natürlich nach The Grotto, da ist ja die mythische Minigun. Und es gibt, glaube ich, auch noch ein paar Handlanger, die dort auch eine Minigun haben in Episch. Ansonsten ist, glaube ich, da häufig eine Minigun. Und ansonsten weiß ich gar nicht. Ich glaube, es ist nicht bei jedem Spot eine Minigun. Aber auf jeden Fall kann man die, wenn überhaupt, nur an den ganzen Henchman-Spots finden. Also entweder an den Shadow Safe Houses oder alternativ eben halt an den benannten neuen Orten. Das sind die einzigen Möglichkeiten, um die zu finden. Dann müsst ihr als nächstes einmal Damage zu Henchmans mit Spitzhacken hinzufügen. Passt ja auch schon zur vorherigen Challenge. Dazu auch wieder entweder zu den ganzen Shadow Safe Houses gehen oder eben halt zu The Grot, The Riggs, The Sharks, Agency oder The Yard. Und dort dann einfach 100 Damage einem Henchman hinzufügen. Sollte auch ganz gut möglich sein. Die haben nämlich das beste Aim. Dann müsst ihr einen Fall von mindestens 5 Stockwerken überleben. Dazu einfach 5 Stockwerke hochbauen und runterspringen. Und ich glaube, oder es müsste eben halt rein theoretisch auch gehen, dass wenn man ins Wasser fällt, also die 5 Stockwerke hier irgendwie hochbaut und dann einfach ins Wasser runterfällt, 5 Stockwerke eben halt runter, dann müsste das rein theoretisch auch zählen und dann bekommt man eben halt kein Fall Damage. Das heißt, es müsste auch gehen, weiß ich allerdings nicht. Die Challenges sind eben gerade noch nicht raus, deshalb kann ich das nicht wissen. Dann müsst ihr als nächstes mit dieser Versteckverpackung Damage hinzufügen. 200 Stück, dazu stellt ihr euch einfach, also sucht einmal diese Versteckverpackung. Es sind, glaube ich, auch in manchen Spots, die spawnen können, ansonsten einfach aus Kisten finden. Stellt euch irgendwo hin, versteckt euch, nehmt dann eure Waffe raus und wenn man schießt, geht man die automatisch raus. Und dann macht man mal schnell 200 Damage. Sollte dementsprechend ganz gut möglich sein. Dann müsst ihr noch mit Fischen euch Schild oder Leben regenerieren. Also mit kleinen Fischen, mit Flossen oder mit Slurpfischen einfach Leben regenerieren. Dann habt ihr auf jeden Fall die Challenge auch. 400 Stück müsst ihr, also 400 Leben oder Schild müsst ihr damit regenerieren. Dann müsst ihr als nächstes in Misty Meadows oder in Salt Springs, also entweder dort oder dort unten, Kisten öffnen, 10 Stück. Dann müsst ihr mit einer Assault Rifle, also einer AR, einem ganz normalen Sturmgewehr, müsst ihr dann Damage aus mehr als 50 Metern Entfernung hinzufügen. Sollte auch ganz gut möglich sein, notfalls einfach eine Runde Gruppenkeile reinjoinen. Dann müsst ihr als nächstes noch Orte besuchen, und zwar ohne zu schwimmen dazwischen. Das sind die Orte, einmal diese Abschutzstelle, dann da hinten Cowl Cove und dann als nächstes da hinten noch dieser Berg, also einmal der Ort und dieser Ort, alle hier rund um Sweaty Sands. Dazu geht es natürlich am leichtesten, einfach einen Heli nehmen, dann zu allen Orten einmal hinfliegen, dann habt ihr die Challenge ganz, ganz easy abgeschlossen. Und ansonsten müsst ihr euch eben halt hier einfach einmal von da aufs Land rüberbauen, müsstet euch von da nach da aufs Land rüberbauen und dann noch von da nach da aufs Land rüberbauen oder mit einem Jumphead fliegen. Deshalb aber einfach Heli am leichtesten, könnt ihr auch verbinden, dann mit nach Pleasant gehen und danach hier rüberfliegen. Dann habt ihr die Challenge und dann müsst ihr nochmal 3 weitere Sachen besuchen, diesmal allerdings nicht in einem Match, sondern in... Ja, ihr könnt es in einem Match machen, aber ihr müsst es eben halt nicht machen. Dazu einmal die Yacht besuchen, dann müsst ihr dort unten diesen Ort besuchen, diesen See da mit dem ganzen Schiff, Wracks. Und als letztes müsst ihr dann noch den Flopper Pond besuchen. Das ist dieser See hier, nicht der unter Sweaty Sands, wo ich gerade drüber fliege, sondern der da hinten.
dieser See zwischen Holly Hatches und Salt Springs. Und dann habt ihr auch schon die Challenges für diese Woche abgeschlossen. Morgen werden dann wahrscheinlich wieder die Deadpool Challenges kommen. Und nächste Woche könnt ihr dann auch die Shadow- bzw. Ghost-Variante von Meowskills freischalten. Und dann wird sich natürlich auch wieder, ähnlich wie The Rig, dann diesmal eben mal The Yard updaten. Das war's auf jeden Fall mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Video. Ciao.